Ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Call of the Wild. Ich bin's, euer Alex. Alias Endings. Ja, ich muss mich auch ein bisschen mit dem Ton noch spielen. Habe gemerkt, der Ton ist etwas zu laut. Dann mitnehmen. Ich habe jetzt nochmal drehen. Samba-Zeit ist. Und sie tanzen Samba die ganze Nacht. Liebe, Liebe, Liebelei. Weiter kann ich leider nicht. Aber Samba mit mir. Und sie Samba die ganze Nacht. Ja. Also ich werde mich mit dem Ton jetzt natürlich ein bisschen spielen. Ich habe wirklich jetzt 3 Projekte im Petto. Die habe ich eh schon erwähnt. Die möchte ich dann eigentlich mit einer guten Qualität spielen. Und mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Bisschen Einstellungssachen sind's. Aber ich hoffe, das wird schon passen. Gut. Ein goldener Rusa. Samba, du solltest trinken. Es ist Trinkzeit. Was machst du da hinten? Unglaublich. Unglaublich. Auf jeden Fall. Ich hoffe, da steht jetzt was. Das ist der See, wo nichts will stehen. Hier sogar. Da stehen sie, Samba. Meine große Hoffnung, irgendwann bald den nächsten Dia zu schießen. Der kommt auch trinken, den würde ich noch abwarten gern. Um das nächste Trinkgebiet freizuspielen. Vielleicht auch noch einer. Das ist ein Fuchs. Ah ja, ich kann auch weg. Aber ich bin doch zu langsam. So ist geht der Schuss. Nee, raus.
sagen? Kurz nicht reagiert die Maus. Und da drüben steht. Zin. Jetzt fahren wir darauf einmal. Wir fahren ist gut gesagt. Oh mal, was jetzt davon gehen wir richtig, ja. Richtig gehen wir. Scheiß Samba. Er wird auch zum Trinken herkommen. Da war ja schon 18 Uhr. Könnte ich noch sogar ein bisschen. Die links schreiche ich zwar weg, aber da war kein Männchen jetzt dabei. Ziemlich wurscht. Wichtig ist, dass ich die Männchen da habe.
Schauen wir mal, was da los ist. Schwerschutz, schwach aus. War schwach jetzt. So, und 200 Meter nähern wir uns der nächste See. Schauen wir mal, ob wir hier was antreffen. Da steht auch nichts. Was ist hier los? Was ist hier los? Sambas, die sind hartnäckig. Oder die gibt's hier halt alle nicht, aber... Panteng ist eigentlich auch dringend Zeit, nämlich. Ich wüsste gar nicht, wo die Pantengs trinken. Von der Küste trinken hier. Das könnten wir eigentlich theoretisch probieren, da noch auf Panteng. Da liegt jetzt etwas. Hallo Baum. Da steht da mal einer wieder. Gleich Subpex. Da liegt er. Da ist der Samba. Häppchen.
Samba. So, probieren wir jetzt wirklich das. Weil eigentlich müssten die da trinken. Sag ich jetzt einmal. Schauen wir mal. Banding, 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 Banding. Haben wir ja auch noch keinen Diamant. Wir haben gut zwei, drei gute Goldene geschossen. Oder Diamant blieb uns leider verwehrt. Ich weg nach vorne, wenn ich das. Um die Pantanks. Wird jetzt auch wirklich nur interessieren, ob die da sind. Also ja, das war eine nicht so erfolgreiche Folge, muss man sagen. Wir haben jetzt auch nicht so viel Szenen durchgenommen, irgendwie. Ja, alles zögert. Auch schon spät in meiner Aufnahmesession jetzt gerade. In der Aufnahmesession war es nämlich auch die letzte Folge, deswegen machen wir das noch mit dem Banding schon. Jetzt schauen wir noch auf die Küste. Ihre Pandang Hammer. Gut erwischt, aber finde ich auch nichts Dummes.
Ja, da müssen wir auf jeden Fall auch dann den rausnehmen vielleicht. Können da noch den Hammer. Haben alle auf mich zugelaufen. Nix. So, die werden wir jetzt alle noch einsammeln. Noch ein bisschen Cash. Die Hut dran. Auf jeden Fall und denke ich, kann es ziemlich geil werden, wenn die auch da stehen. Wollen wir wirklich da alles abgehen? Eine Runde mal machen. Aber gut, das war's hier mit dieser Folge. Hier sehen wir noch mit einer Aussicht auf die Pandanks. Wo wir auch keinen richtig starken jetzt dabei hätten. Bis dahin, macht es gut, haut rein, macht es gut und macht es gut. Ciao, macht es gut.